Was ein schönes Stück Fleisch für Vegetarier. Und Veganer, der Bauch jedoch ist. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen lachen. Ja, liebe Grüße von meinem Arbeitsplatz. Ich bin ja Berufsurlauber. Ne? Ja, liebe Grüße euch allen. Ich habe gedacht, ich mache gerade hier noch mal zusätzlich ein Video. Bei dem Sprung ist die Kamera ein bisschen nass geworden. ja, ich wollte noch mal gerade so ein bisschen IHR-Tagebuch machen und mal so erzählen, wie es hier so aussieht, und weil halt einige Leute auch mich auf das Grundstück ansprechen, das wir freigestellt bekommen haben. wo, sage ich jetzt einfach mal, gerade quasi noch überhaupt gar nichts passiert. Weil einfach außer mir gerade niemand da ist, und allein habe ich da gar keinen Bock, da rumzuhängen und das zu machen. Das, ne? Also als Gemeinschaftsprojekt gedacht, und wenn ich das alles fein mache, wohne ich ja, Leute. Also lass es uns zusammen, dann können wir da wohnen. Und ja, derweil habe ich hier auch noch ganz andere Möglichkeiten. Ich mache mir die Kamera ein kleines bisschen zurück, dann habe ich nicht so direkt in der Fresse hängen. Ja, dann habe ich gerade angefangen, zwei neue Bücher zu schreiben. Ich bin hier auf einer Finke, auf der ich sehr, sehr viel Ruhe habe, respektive es sind eigentlich zwei Finken. Diese Finke hier gehört einem sehr netten Freund und gerade kennengelernten Bruder. Lange drauf gewartet eigentlich. Ich wusste, dass der hier wohnt und fand den halt immer schon recht interessant, und jetzt sind wir uns mal über den Weg gelaufen und das war eine sehr schöne Begegnung. Und auf dessen Finca darf ich hier gerade im Pool rumplanschen. Hab ihm gerade ein Musikvideo gemacht, das er sich gewünscht hatte von mir. Und ja, das habe ich natürlich dann auch gerne hier gemacht. Und oh, ist die Sonne schön, ey. Ist das herrlich. So geil. Mein Mund ist ein bisschen trocken, aber das macht nichts. Ich habe hier Wasser, ne? So, jetzt ist er nicht mehr trocken. ja, das wollte ich sagen. Und dann wollte ich hier gerade auch mal einfach einer anderen Sache nachgehen und hatte versprochen, darüber ein Video zu machen. Ich baue es jetzt hier einfach mit ein. Zum Thema Online Gaming, worüber ich jetzt auch das nächste Buch angefangen habe, oder eins der nächsten zwei Bücher. Das andere ist, da verarbeite ich das Thomas-Evangelium nochmal neu. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was dabei rauskommt. Das geht sich extrem geil an. Da haben wir jetzt diese Gruppe zu dem Noera-Spiel, damit wir schon mal anfangen können, ein bisschen zusammen online zu spielen und das auch online halt eben miteinander wahrnehmbar machen können, wo wir uns darüber austauschen können. Und in dieser Gruppe ist die Frage gestellt worden von, jetzt weiß ich es nicht mehr genau, Dirk? Nee, Dirk war der andere mit dem DM-Ding. Der Papa von der Carina. Hm. Ich weiß es gerade nicht, Entschuldigung, es sind einfach zu viele Namen auf meinem Schirm. Es war jedenfalls die Frage, wie das, ob wir die Punkte zählen oder aufschlagen. Also du hast das eigentlich schon vollkommen richtig gesagt. So, du achtest dabei sehr, sehr viel auf dein Gefühl. Du brauchst dir keinerlei Notizen zu machen. Wenn es dir das erleichtert, dann kannst du einen Block nehmen mit Stiften und dir Skizzen machen, damit du dir deine Head-Up-Displays besser visualisieren kannst. Du kannst sie natürlich auch aufmalen oder du stellst dir am Computer welche her. Deinen Computer nutzt du ja eben im Prinzip genauso. Grüne Punkte, also das hast du eigentlich richtig gesagt, du hörst auf dein Gefühl. Am Ende des Abends kommt da eine ziemlich genaue Prozentzahl. Du fühlst einfach mal in dich rein und dann kommt da eine Prozentzahl, wenn du wissen willst, wie viele grüne und wie viele rote Punkte du heute gemacht hast. Und dann, wenn du dann fragst, wie viele rote sich in grüne verwandelt haben, weil du was daraus gelernt hast, aus dem Mist von früher und aus den roten Punkten, dann wirst du da auch eine ziemlich genaue Prozentzahl sehen. Und
die kannst du dir gerne mal auch auf dem Notizzettel aufschreiben, aber ich bin mir sicher, du wirst auch ohne diese Hilfe bemerken, dass sich die Prozentzahlen sehr schnell anfangen zu verändern. Bei mir war das auf jeden Fall so und ich weiß halt auch von vielen Leuten, mit denen ich das irgendwie jetzt offline halt eben auch schon mal so ein bisschen durchexerziert habe, dass das halt eben extrem schnell geht. Deswegen war mir das halt auch ein Anliegen, das jetzt einfach mal online endlich mal zu machen, nachdem das Ding eigentlich schon 11 Jahre alt ist. Lange Rede, kurzer Sinn, das Leben ist geil, ne, wenn man es genießt, ansonsten nicht so. Und das ist das, was die meisten Menschen eigentlich nicht tun, weil sie ständig von irgendwelchen Hiobsbotschaften davon abhalten lassen, das Leben zu genießen. Und so kann man nämlich natürlich auch gar nicht sehen, dass die Welt eigentlich viel in Ordnung ist, als man das eigentlich denken mag. Und mit dieser Wahrnehmung kann man natürlich ein völlig anderes Leben leben. Und freue mich, dass ich über solche Inspirationen verfüge und freue mich über all das Feedback, das kommt, wenn ich diese Inspirationen teile, weil da kommen die nämlich her. Das ist so ein bidirektionales Ding, ne? Austausch nennt sich das. Da kann man voneinander lernen. Und wenn man dann nicht damit beschäftigt ist, sich gegenseitig seine unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen um die Ohren zu hauen und zu streiten, wenn man denn jetzt Recht hat, sondern mal davon ausgeht, dass jeder Recht hat, weil jeder aus seiner Perspektive das sieht, was er sieht, dann können wir wirklich voneinander lernen. Dann haben wir nämlich Zugang zueinander. Und dann explodieren unsere Köpfe. Und das ist schön. Braucht man da nicht mal Drogen für. Braucht man da nicht mal Drogen für. Braucht man da nicht mal Drogen für. Nur Interesse. Bis bald. Hier, tschüss mit F, macht's gut und sehen uns bald wieder. Braucht man nicht mal Drogen für.